Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Kai Dittmann. Ich hatte vor knapp 3 Jahren eine Haartransplantation. Mir wurden 4200 Grafts verpflanzt und seit dieser Zeit beschäftige ich mich ganz schön intensiv mit dem Thema Haartransplantation und Haarausfall. Ich will euch heute helfen und auf die Thematik eingehen, wann ihr keine Haartransplantation machen sollt. Normalerweise bin ich immer der Befürworter, aber es gibt tatsächlich Punkte und wenn die Punkte bei euch eintreffen, lasst die Finger weg von der Haartransplantation, egal was die Kliniken sagen, dann geht es nur noch ums Geld. Und da fange ich jetzt mal an. Ihr könnt auch zu früh zu einer Haartransplantation gehen. Mir schreiben des Öfteren sehr junge Leute, 18 bis 20, die merken, der Haarausfall geht los. Dann schicken die mir ihre Bilder, dann sehe ich das Bild und frage mich, was ist dein Problem? Klar, Haarausfall und er möchte eine Haartransplantation machen. Dann denke ich mir nur, hey Junge, 18 bis 20, dein Haarausfall geht los. Warte, ihr müsst warten, ihr braucht da, es hört sich so krass an, Geduld. Ihr müsst warten, bis der Haarausfall ziemlich weit fortgeschritten ist, weil sonst ist es kontraproduktiv. Jetzt nehmen wir mal an, ihr habt schon tiefe Geheimratsecken und vorne steht noch der Zipfel, der Penis. Und ihr wollt dann eine Haartransplantation machen, euch werden schön die Seiten vollgeknallt, also wie so eine Nierenform. Und der Penis, der verlässt sich dann über die Jahre danach. Dann habt ihr eine Seite voll, es wird in der Mitte immer lichter. Boah, nee, geht gar nicht. Darum wartet, bis dann der Zipfel da, die Landzunge auch zum Teil weg ist oder lasst dann durchtransplantieren. Aber wenn da noch Haare sind, dann ist es immer schwer, weil wenn man dann da dazwischen transplantiert, dann kann schon sein, dass die Haare ausfallen, obwohl sie noch da wären. Deswegen rate ich euch, wenn ihr noch jung seid, wartet, habt Geduld, beobachtet euren Haarausfall und wartet eher ab, bis ihr dann wie bei mir damals, ihr seht es hier da hinten auf dem Bild, da ist gar nichts mehr, da ist nur eine Platte vorne gewesen, dann ist man ein voller Kandidat, wenn das Spenderhaar mitspielt, dann könnt ihr eine Haartransplantation unterziehen. Davor ist nach meiner Meinung viel zu früh, da braucht ihr noch Geduld, wartet ab. Nächster Kandidat ist, wenn das Spenderhaar ist ja die Haare hier, der Kranz, der sogenannte, den was man immer sieht bei älteren Herren, der bleibt ja immer bestehen, weil die Haare DHT-resistent sind und wenn der Spenderbereich, also das Spenderhaar schon bei euch nicht so gut ist, also ihr ein sehr dünnes Haar hier habt, sehr löchrig, Weltklasse, ja, ihr wisst, was ich meine, also sehr faserig, nicht so dicht und dann würde ich es euch auch nicht raten, weil wenn sie dann die Haare hochsetzen, wird es ja da oben auch sehr fad aussehen und dann glaube ich, sieht es eher blöd aus, dann, wenn die Sonne scheint, dann sieht es aus, als ob da immer noch nichts ist, deswegen Spenderhaar muss gut sein, ziemlich dicht, meistens bei den Südländern ist es ziemlich dicht, die haben kräftiges Haar da, die sind sehr gute Kandidaten für Haartransplantation. Bei uns Europäer kommt immer drauf an, wo wir herkommen, gibt es auch manchmal echt ja, Leute, die ich angucke. Ich muss sagen, seit ich das Thema Haartransplantation so intensiv angehe, scanne ich jeden Menschen. Ich gucke mir immer Leute als an und denke, boah, der hat einen geilen Spender oder Alter, der hat ja eine blöde Glatze da vorne und der ist ein perfekter Kandidat für eine HT. Weiß der, dass es möglich ist? Weiß der, dass man gut aussehen kann? Also ich gucke da mir schon immer viele Leute an und manchmal sehe ich dann auch wieder jüngere Leute, wo ich genau merke, boah, der hat ganz schlechte Spender, der tut mir richtig leid. Aber wenn der Spender schlecht ist, dann könnt ihr immer noch zum Haarsystem, Haarteil oder zum Toupet zurückgreifen, wenn ihr wieder Haare wollt. Da habt ihr dann da die Möglichkeit. Also schlechter Spender, dünner Spender, Finger davon lassen von einer Haartransplantation. Definitiv. Dann noch ein Punkt. Ja, da ist immer so eine Sache. Ihr habt eine Vollglatze und wollt eine Haartransplantation machen. Ich behaupte mal, in einer Sitzung eine Vollglatze zu behandeln geht schon. Aber dann kann man so auf den ganzen Kopf ca. 5000 Grafts verpflanzen. Mehr sehe ich immer als ja, ein bisschen gefährlich, weil ob der Körper das dann gut verarbeiten kann und ja. Darum 5000 ist immer so ein Limit, das sieht man auch bei vielen Kliniken. Und ihr müsst mal überlegen, bei mir wurden 4200 auf den vorderen Bereich verpflanzt und dann 5000 aus dem ganzen Kopf. Ich glaube, da guckt man dann schon ziemlich durch. Klar, es kommt immer auf die Erwartung drauf an. Wenn man sagt, ja, ich hatte noch nie Haare und kann damit leben, dass ich da nicht eine Megadichte habe, dann kannst du dich trauen.
Aber was ich sagen wollte, ihr könnt es vielleicht in zwei Sitzungen machen, dass ihr einen Teil, also die ersten 50-60% transplantieren lasst und dann noch die Tonsur, den hinteren Bereich, in der zweiten Haartransplantation. Somit denke ich oder bin ich der Meinung, bekommt ihr ein besseres Ergebnis, weil es hat auch was damit zu tun, wenn ihr jetzt 5000 auf den ganzen Kopf verpflanzt und dann nach einem Jahr nochmal verpflanzen wollt, dann müsst ihr zwischen die Haare verpflanzen und da kann es doch passieren, dass wenn die Ärzte, die Kanäle, die werden ja geöffnet, dass sie dann auch wieder Haare beschädigen, auch transplantierte Haare, weil sie da reinstechen und ja, deswegen ist es auch, kann kontraproduktiv sein. Es gibt wahrscheinlich auch Kliniken, die können es besser, es gibt Kliniken, die machen es nicht so gut. Aber deswegen würde ich es immer auf zwei Basen ziehen und dann seid ihr safe. Deswegen Vollglatze muss man immer abwägen. Habe ich gutes Spenderhaar? Was sind meine Voraussetzungen? Und wenn die alle passen, dann trau dich, dann kannst du zur Haartransplantation gehen. Du darfst auch mir gerne Bilder senden per WhatsApp, per Facebook Messenger oder Instagram. Ich gucke mir die an und kann dir auch gerne mein Statement dazu abgeben. Oder du kommst einfach in die Facebook-Gruppe Haartransplantation, Erfahrung, Tipps, Neuheiten. Ist eine geschlossene Gruppe. Da sind wir einige Mitglieder und dann kannst du von mehreren Leuten einfach mal die Meinung hören. Und du wirst sehen, die meisten teilen das gleiche Leid wie wir und du wirst gut aufgehoben sein. Also nochmal zusammenfassen. Zu jung, der Haarausfall fängt erst an, würde ich euch raten, Finger weglassen von der Haartransplantation, wartet noch, bis der Ausfall fortgeschritten ist. Zweiter Punkt, Spenderhaar ist scheiße oder ihr habt eine große Narbe oder er ist Licht, dann seid ihr auch kein guter Kandidat für eine Haartransplantation, weil der Spender wird scheiße aussehen und oben wird es nicht gut aussehen, dann seht ihr echt kacke aus, Finger weg. Und dritter Punkt, Vollglatze und eure Erwartungen sind zu hoch, dann würde ich es auch auf keinen Fall tun, eine Haartransplantation. Ich hoffe, ich konnte euch in dem Video heute so ein bisschen mitteilen, auf was ihr achten sollt, bevor ihr eine Haartransplantation bucht. Und würde mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, damit ihr immer wieder so geile Videos anschauen könnt und ich euch damit auch helfe. Ja, also ich bin wieder raus. Macht's gut, euer Kai.